Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Sonntag, 16 Uhr, hier ist die blaue Stunde. Ich bin freudig erregt aus mehreren Gründen. Also erstmal Tabellenführer, das ist schon ein super Gefühl. Und das seit Wochen Tabellenspitze für Borussia Mönchengladbach. Es kann nicht besser laufen. Dann habe ich zwei Gäste, die zufälligerweise auch aus der Region kommen. Ja, Moment, ich komme noch ein Stückchen weiter weg. Da gibt es eine andere Borussia, die sitzt euch gerade ordentlich im Nacken. Klappe, also. Klappe ist übrigens auch schon ein Hinweis auf den Gast. Die aus dem Ruhrgebiet kommen beide. Ich freue mich sehr, der deutsche Quentin Tarantino, Peter Thorwart und sein Kollege, mein Kollege, der wunderbare Schauspieler Henning Baum ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben viel zu besprechen. Wir haben 2 Stunden Zeit. Wir wollen nicht nur Werbung machen für euren neuen Film, das wollen wir sowieso, sondern wir wollen auch ein bisschen über eure Arbeit sprechen. Wir kennen uns, Peter. Wir haben sogar eben noch mal den Film gesehen. Ich habe immer noch die Tränen in den Augenwinkel, die mir gerade weggewischt habe. Gibt es noch, glaube ich, heißt Stichtag in einer entschärften Fassung auf YouTube zu sehen mit Serdar und Axel Stein. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Nummer. Genau, und ich spiele eine Tunte, die zusammen mit seiner Schwester in einer Mietwohnung wohnt und muss dann anstelle meiner Schwester dem Axel Erste Hilfe leisten. Wir sind hier im Familienradio. Mehr dürfen wir nicht verraten. Peter, wir beide fangen mal ein bisschen an. Nachher nehmen wir Henning noch dazu. Du bist Regisseur, du bist für mich einer der kultigsten, besten Regisseure, die wir in Deutschland haben. Ja, danke schön. Du hast, damit die Zuhörer das mal sich nochmal in Erinnerung rufen können, Filme gemacht, die wirklich auch Kult geworden sind, unter anderem Bang Boom Bang, der jetzt ja jeden Freitag auf Tele5 läuft, ein Jahr lang. Aber auch viele andere Filme. Du bist seit mehreren Jahrzehnten eigentlich im Business. Siehst du dich selber so? Bist du selber eher ein Avantgardist oder bist du Mainstream? Also erstmal sehe ich mich nicht so, dass ich seit mehreren Jahrzehnten im Business bin. So, für mich fühlt sich das nur an, als hätte ich gestern angefangen. Aber ich glaube, ich bin so was dazwischen, ne? Also ich will schon Entertainment machen und das spricht eher so für den Mainstream, aber ich mache so immer meinen eigenen Style. Und was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so eine spezielle Form dann davon. Und ich habe mich da nie versucht, irgendwie in einer Kategorie einzuordnen, sondern einfach zu machen. Also fällt mir schwer, das von außen zu betrachten. Ich wüsste es jetzt auch nicht, wie es zu beschreiben ist. Ich habe ja ein bisschen ironisch, aber ich meine es tatsächlich auch zur Hälfte ernst gesagt. Du bist der deutsche Quentin Tarantino. Bang Boom Bang zum Beispiel ist ja ein Film, der sehr auch mit absurden Elementen arbeitet. Und nicht nur die Besetzung des Films, boah, da sind so viele dabei. Also Oliver Korytke ist der Hauptdarsteller. Dann spielt Dieter Krebs noch mit damals, glaube ich. Dann haben wir, hilf mir. Alexander Nell damals zum ersten Mal. Markus Knüpfke war mit dabei. Ralf Richter natürlich, Semmelrogge. Ingolf Lück ist dabei. In einem kleinen Auftritt, Dann ist selbst Til Schweiger ist Christian in einer sehr, Kamen, sehr lustigen Szene dabei. Holen wir Henning mal dazu. Henning, erstmal, wie alt bist du eigentlich? Du bist um mein Alter herum, ne? 48, 47? Ja, genau. Wir sind ein Jahrgang. Henning ist ein Jahr jünger, glaube ich. Ihr seid beide etwas jünger. Ich bin 51 jetzt. Wie lange bist du jetzt genau im Geschäft? Du hast eben gesagt, du weißt nicht, ob es Jahrzehnte sind. Nein, also pass auf, tatsächlich, ich weiß es gerade relativ genau, weil Bang Boom Bang gerade 20-jähriges Jubiläum hatte. Und das war phänomenal. Also nicht nur, dass jetzt Tele5 den jeden Freitag ausstrahlt, sondern der läuft sogar noch jeden Freitag im UCI Bochum. Und die haben neulich eine große Geburtstagsparty geschmissen, wo die dann irgendwie ihre 19-Kilo-Säle innerhalb von 2 Tagen ausverkauft hatten, 3.500 Leute. Einen Tag vorher waren nochmal 1.600 Leute in Münster, die am Start waren. Das ist natürlich schon echt krass. Und da wird mir auch bewusst, dass das schon eine Zeit leer ist, dass ich angefangen habe. Das war ja mein erster Kinofilm. Und tatsächlich kennen Henning und ich, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke jetzt, uns sogar noch ein bisschen früher. Mhm. Nämlich die erste Nummer, die wir beide gemeinsam gemacht haben, das war damals ein Fernsehpilot für ProSieben damals zu einer Serie. Hieß die 2 Beiden vom Fach und es ging so um 2 Handwerker, die irgendwo hinkommen und Scheiße bauen, gedreht haben. Das Ganze in München, Grünwald, sollte aber im Ruhrgebiet spielen. Und da spielte damals Hilmi Söser schon mit. Mhm. Und den zweiten, den haben wir lange gesucht und irgendwann habe ich gesagt, komm, wir gucken mal, was denn in den Schauspielschulen sich so tut. Und
Da kam mir Henrik, ich hab immer noch Hennings Bewerbungsvideo noch voll im Kopf. Da haben wir so einen Trick mit so einem Hut gemacht, das fand ich sehr lustig, ja. Und seitdem kennen wir uns und sind auch befreundet. Henning, du bist allen bekannt als der letzte Bulle. Das ist so die Paraderolle, ne? Aber das, was du mit Peter machst, ist natürlich nicht das, was man in der Serie sieht. Das ist wahrscheinlich, frage ich es direkt, was ist das Besondere daran, was ist anders an dem Film, den ihr jetzt gemacht habt? Zunächst mal ist das die Geschichte ja von Anfang an erzählt, also die Prämisse, dass er aus dem Koma erwacht und nach 25 Jahren feststellt, das Leben der anderen hat sich natürlich verändert und die Welt hat sich verändert. Eine klassische Fish-out-of-water-Situation. Und der Kinofilm unterscheidet sich natürlich dadurch, dass er auch viel kompakter ist und die Erzählstränge sind dichter. Das folgt anderen Gesetzmäßigkeiten als in der Serie, wo man Zeit hat, sich auszubreiten und wo ich damals mich auch sehr darum bemüht habe, in gewisser Weise eine Persönlichkeit in diese Krimi-Geschichte reinzubringen, die da vielleicht gar nicht immer drin stand. Das war jetzt hier anders, weil das Drehbuch, was Peter mit seinem Kollegen Stefan Holz geschrieben hatte, das bedurfte keiner Verbesserung mehr. Da ging es also jetzt nicht darum, da was Neues zuzuerfinden und Neues zuzudichten, sondern die Sachen dann so glaubwürdig wie möglich mit Leben zu füllen. Und also das ist in gewisser Weise, ist das eine Art Brand gewesen, ein Schnaps, ein ganz hohes, konzentriertes Destillat, was wir jetzt hergestellt haben. Wir müssen es vielleicht, glaube ich, auch nochmal erklären. Es gibt jetzt einen Kinofilm, der basiert auf dieser Fernsehserie. Die Fernsehserie läuft seit wie vielen Jahren sehr erfolgreich? Es wurde vor 2010 im Frühjahr, fing man an, das auszustrahlen. Und hat, glaube ich, ganz gute Quoten noch. Ja, die hat damals sehr, sehr gute Quoten gehabt und wird eigentlich bis heute ständig wiederholt. Und das würde man vermutlich nicht machen, wenn sie nicht gute Quoten hätte. Sie ist auch in ganz Europa verkauft worden und man muss sogar sagen weltweit. Die Japaner haben ein eigenes Franchise gekauft, die Russen haben ihren eigenen... Man unterschätzt das immer, ne? Gut, ja. Also wenn man in Deutschland lebt, denkt man immer, die deutschen Serien laufen in Deutschland, damit hat sich das. Aber so Sachen zum Beispiel wie Derrick oder so, die laufen dann wirklich in ganz vielen Ländern. Ja, Derrick ist im Original ja auch, glaube ich, in der ganzen Welt gelaufen. Ja. Bei uns wurde das Original verkauft. Und ich wurde dann synchronisiert, aber viele Länder haben auch ihren eigenen letzten Bullen gemacht. Hast du dich mal synchronisiert gesehen? Tatsächlich nie, nee. Die Stimme findet man auch nicht ein zweites Mal. Ja, aber ich hab mal gehört, also wer hat mir das erzählt? Er hat sich synchronisiert, glaube Dennis Moshito oder so. Und das muss irre witzig sein, weil du dann plötzlich eben Japanisch kannst. Und meistens sind die Stimmen auch wirklich anders als die Originale. Peter, dann habt ihr ihr kanntet euch und dann hast du die Idee zu diesem Film gehabt? Nee, oder war das ein Auftrag? Nee, anders. Also die Idee, die kam aus mehreren Richtungen. Unter anderem hat Christian Becker mich jahrelang bearbeitet, das doch zu machen. Und ich fand das schon immer sehr reizvoll, aber ich habe so ein paar eigene Projekte und eins davon sah so aus, als würde das jetzt passieren und das ist dann eben nicht passiert und wurde nicht finanziert. Und dann habe ich gedacht, ja komm, vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und ich war da noch ein bisschen zurückhaltend, weil natürlich ist es so, wenn man jetzt sowas übernimmt und es gibt natürlich dann diese große Fangemeinde und die Serie und auch Leute, die das entwickelt haben, dann geht man natürlich anders ran, als wenn das jetzt so ein originärer Stoff dann ist von einem selbst. Und ich habe dann erstmal versucht, so einen Ansatz zu finden. Und für mich war das auch ganz gut, dass ich mich so ein bisschen vorher so ein bisschen geziert habe, weil das Momentum war so ganz wichtig für mich. Da hatten sich schon viele Leute ausgetobt und haben das irgendwie nicht hingekriegt, dann so ein Buch zu machen, was alle überzeugt hat, vor allem Henning. Und dann hatte ich so ein bisschen so einen Freischuss. Dann hieß es, okay, wenn der das jetzt nicht schafft, dann wird das wahrscheinlich nie passieren. Und dann kann man halt Dinge möglich machen. Und ich konnte mich da auch reinbringen. Also mir ist schon wichtig, jetzt halt schon den Spirit der Serie mitzunehmen. Aber gleichzeitig war mir sehr wichtig zu sagen, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen breiter und nochmal neuer und frischer zu erzählen, dass auch Leute, die so mit der Serie bisher keine Berührung hatten, diesen Film gucken können. Deswegen ist das nochmal neu erzählt und auch, glaube ich, frisch genug, dass es auf der Kinoleinwand nochmal ganz anders rüberkommt. Lass uns direkt ein bisschen Musik hören. Der erste Track, den wir hören, ist ein Soundtrack zum Film. Henning, kommt von wem? Weißt du es? Ja, ich glaube, da bin ich jetzt gerade mehr in der Materie, weil ich hatte damit viel zu tun. Das ist eine Coverversion. Wir mussten die Coverversion machen, um Geld zu sparen. Und zwar von Cellar Kid, Coverversion von Real Wild Child, was übrigens original gar nicht Iggy Pop war, sondern es geht noch weiter zurück. Ich glaube,
Egal, aber hier singt Doro Pesch, ja, ja. Richtig? Das nein, das kommt hinterher. Nee, Cellar Kid heißt das und das Coverversion ist Real Wild Child. Doro Pesch haben wir später noch was. Dann hören wir jetzt erstmal die Coverversion von Real Wild Child. Real Wild Child in der blauen Stunde heute bei mir Henning Baum und Peter Torwart und wir sprechen gleich noch ein bisschen. Well, I'm just out of school, like I'm real, real cool. Gotta dance like a fool. Yeah, I'm a wild one. I'm a real wild child. In der blauen Stunde heute habe ich zwei Gäste, Peter Torwart und Henning Baum. Lass uns mal ein bisschen zurückspulen. Wir werden gleich noch über den Film auch reden. Ist natürlich auch ein Anliegen für euch und ich unterstütze dieses Anliegen gerne, ehrlich gesagt, weil ich weiß, das hast du mir eben auch nochmal erzählt, wie schwer das ist und ihr habt dieses Projekt wirklich auch aus dem Boden gestampft mit viel eigenem Engagement. Ich finde, das verdient auch, dass man es so ein bisschen pusht. Aber ich will noch ein bisschen über euch sprechen und über euer Leben und eure Philosophie. Peter, du bist Regisseur und ich bin auch Regisseur, ich weiß, wie es ist. Ich mache zwar keine Kinofilme, ich habe großen Respekt davor, weil ich weiß, was diese ganze Kinomaschinerie bedeutet und wie sehr einen das auch auffressen kann. Hast du Momente gehabt, in denen du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Es könnte doch viel leichter sein. Ich mache ein paar Werbefilme. Und das war's. Ich habe mal eine Zeit lang Werbefilme gemacht und es war auch für mich immer ganz schön, so ein kleines Intermezzo zu machen, weil ich ja nicht nur Regisseur bin, sondern ich schreibe auch viel. Und das sind schon echt oft anstrengende Prozesse. Also Schreiben ist immer geil, wenn es läuft, aber wenn man so Writer's Block hat und gerade man setzt sich auch selber unter Druck und man fällt einem nicht so das Richtige ein, dann ist das wieder ganz schön, dann mal aus diesem sehr zurückgezogen und wieder herauszutreten und da ist so eine Werbung immer ganz schön, da muss man sich nicht groß anstrengen, sondern nur umsetzen, was andere gemacht haben und kriegt das meistens noch gut bezahlt. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass das dann auf die Dauer sehr inhaltslos ist und würde mich auch eher so als Filmemacher sehen. So erklär mir Regisseur, mal, ja. Erklär mir mal als Unwissenden oder Halbwissenden, wie das abgeht. Du hast eine Idee zu einem Kinofilm und diese Idee, was passiert dann? Wo landet die Idee, wie beginnt es und wie verwirklicht man die? Also ich habe mir ja sehr früh halt die Möglichkeit geschaffen, da so ein bisschen anders zu arbeiten, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der so ein Auftragsregisseur ist, sondern ich habe bisher alle meine Filme mit dem Christian Becker gemacht, Produzent, der die Red Pack hat in München und wir haben gemeinsam angefangen an der Filmhochschule und wir hatten sehr früh so den Deal, so dass ich meine Sachen entwickeln kann und er auch anfangs sich dann sehr stark auf meine Sachen konzentriert hat, er ist dann immer mehr gewachsen und so ist es halt. Ich habe halt weiterhin so meine Stoffe entwickeln können und bislang haben wir immer alles gemeinsam gemacht. Das ist auf jeden Fall cool. Nicht immer ganz einfach, wenn man befreundet ist, dann kommen manchmal andere Mechanismen dann zum Tragen. Aber bislang haben wir immer alles gemacht und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und okay, das ist das eine. Ja? Das zweite ist, dann hast du diese Entwicklung und dann musst du Kohle ranschaffen. Ja, das muss er ja dann machen. Wie macht dann was? Wo holt man Kohle her für so einen Film? Also bislang war der klassische Weg immer so, dass man erstmal sich einen Verleih sucht für einen Kinofilm. Dann ist oft schon ein Fernsehsender beteiligt oder der Verleih hält die Fernsehrechte zurück dann hinterher, bis der Film im Kino war. Dann kann er sie hinterher noch teurer verkaufen. Der Verleih ist die Institution, die deinen Film sozusagen verwaltet und vermarktet für die Kinos. Die Schnittstelle dann zwischen der Produktion und den Kinos und dann wird der Film von denen dann in den Kinos. Aber dann ist der Film ja schon fertig. Wer bezahlt den Film? Also du musst ja Leute zahlen, ne? Also der Verleih zahlt nicht das Budget des Films. Er gibt meistens dann einen großen Teil damit rein, aber damit ist noch lange nicht ein Film finanziert. Wer bezahlt das? Also, und wie viel kostet sowas? Ja, du, das geht von bis, ne? Also ich meine mal so, die großen Kinoproduktionen in Deutschland, das ist schon, also die richtig großen, da kann es schon manchmal so an die 10 Millionen gehen. Das ist aber schon viel Budget. Man kann auch Filme machen für 100.000 Euro. Das ist immer dann so ein bisschen der Anspruch und wie man natürlich rangeht an die ganze Geschichte. Aber klar, je fetter das aussieht, desto mehr kostet das. Und eben Verleih, das alleine funktioniert nicht. In Deutschland haben wir eben auch dieses Förderwesen, dass man versucht, dann in der Filmförderung zu holen. Das ist auch nicht einfach. Man muss da erstmal so ein bisschen bekannt sein. Man muss ein Projekt haben. Man muss das vernünftig darstellen. Dann ist man. Also man stellt auch einen Antrag. Das ist eine Menge Schriftkram. Ja. Also das ist. Es gibt Bedingungen wahrscheinlich. Ne? Eigenanteil, Förderanteil. Muss es ortsgebunden sein? Auch das. Stimmt, also wenn du in NRW drehst, dann ist die Filmförderung NRW zuständig. Genau, und dann dreht man dann beim Film in NRW und kriegt dann noch Förderung aus Bayern und muss dann für einen Film, der 100% in NRW spielt, irgendwo in Bayern drehen. Also oft sind das dann auch eine Mischfinanzierung aus verschiedenen Sachen, aus verschiedenen Förderungen, die dazu kommen. Das ist schon sehr kompliziert. Und jetzt springen wir mal. Und das ist dann so brutal,
Du machst einen 10-Millionen-Film, du hast dir den Arsch aufgerissen. Ich habe bisher noch keinen 10-Millionen-Film gemacht. Okay, sagen wir 2 Millionen. Du hast den Arsch aufgerissen, du hast 6 Wochen gedreht, ein Jahr lang vielleicht konzipiert und noch geschnitten dazu. Und dann dauert es eigentlich nur 2 Wochen, in denen sich das entscheidet, ob dieser Film ein Flop manchmal, oder Top manchmal wird. Manchmal auch am ersten Wochenende. Dann Henning hat das ja letztes Jahr gehabt mit Jim Knopf. Dann war plötzlich gutes Wetter von heute auf morgen. Das erste Startwochenende, alle Leute sind draußen, gehen nicht ins Kino. Und da ist schon, dass die Kinobesitzer dann entscheiden, naja, komm, ey, der hat nicht performt am ersten Wochenende, gucken wir mal, was sonst noch geht. Das kann man mit dem brutal. Druck, kann man mit dem Druck frei arbeiten? Ist das Kunst, die frei ist? Oder denkt man permanent, ich muss irgendwas erfüllen, damit dieses Ding auch Erfolg hat? Ich habe mich bis dahin immer gut von locker machen können. Ich will jetzt nicht, dass die Leute wegen mir in die Pleite rutschen und so, aber wenn ich mich davon jetzt, wenn ich das ständig im Kopf hätte, dann würde ich ja nur verkrampft dran gehen. Mhm. Wie viele Filme hast du bisher gemacht? Nicht viele. Ich habe, glaube ich, 5. Ich glaube, das ist mein 5. Film jetzt erst. Ne? Ich habe viele Kurzfilme. Was nicht passt, wird passend gemacht. Goldene Zeit, genau. Ne? Dann nicht mein Tag und jetzt den Bullen. Und ich habe mir 2 Zeit gelassen. Ich schreibe dann auch zwischendurch. Also ich bin halt eben nicht der Typ, der so ein Ding nach dem anderen durchpowert und so. Ich muss mich zwischendurch auch mal wieder mit Inspiration aufladen. Das ist offensichtlich mein Weg. Was hat Bang Boom Bang gekostet? Damals war das schon, ich glaube, wir hatten über 4 Millionen Mark, was für einen Erstlingsfilm unglaublich war. Und was hat er eingespielt? Also der hat es auf jeden Fall über einen Langturn, kann ich dir gar nicht sagen. Das wäre mal interessant, das mal herauszufinden. Aber der hat sich schon damals an der Kinokasse, der war okay, erfolgreich und der hat er sich auch schon amortisiert. Und dann hat er natürlich jahrelang, ich weiß nicht, wie oft er wiederholt worden ist und auf wie vielen Plattformen der immer noch läuft. Neulich noch in der Lufthansa und so. Also der hat sein Vielfaches davon über den Langturn eingespielt. Im Bordprogramm der Lufthansa. Ja, neulich noch. Das war noch ganz lustig. Da konnte ich mir den dann selber nochmal angucken, nach all den Jahren. Ja, hört sich für mich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr komplizierten Geschichte an. Ich weiß ja selbst, weil ich auch Filme mache, dass man echt Ausdauer braucht dafür und man muss an vielen Fronten kämpfen. Und was ich eben so gemein finde, ist, dass die Frage danach, ob es gut oder schlecht ist, oft an Zahlen festgemacht wird. Und das wird ganz brutal, ganz schnell entschieden. Lass uns noch Musik hören, einen Track, und dann, Henning, kommen wir zu dir. Habt ihr noch einen Track? Ihr habt das auf euren Handys, ne? Wir haben es gar nicht ausgedruckt. Henning, hier, da kannst du noch ablesen. Hier. Wir haben vorher noch. Entschuldigung. Ich habe Elvis gesehen, ne? Ja. Elvis, Suspicious Minds. Soll mal hören? Mach mal, komm, das passt. Und nach der Pause spreche ich dann noch mal ein bisschen mit Henning Baum und Peter Torwart, die beide bei mir zu Gast sind. Und ich freue mich hier in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Bei mir heute ist Peter Torwart und Henning Baum. Die beiden haben einen Kinofilm zusammen gedreht, der jetzt gerade, wann kommt der raus, Peter? 7. November. 7. November heißt genau? Der letzte Bulle. Der letzte Bulle. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug, bevor wir über den Film weitersprechen, in euer Leben. Henning, du bist, du heißt nicht nur Baum, du bist auch ein Baum von einem Kerl. Gut gewachsen, muskulös, kernige Stimme. Ich bringe dich so gar nicht mit einem Schauspieler in Verbindung. Das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Du bist für mich eher ein Sportler. Wie kommst du zum Schauspiel? Das ist so gewesen, dass ich in der Schule geschauspielt habe und habe dann tatsächlich als Jugendlicher, Spätjugendlicher gemerkt, dass da irgendwas mit mir passiert und möglicherweise auch, dass ich das irgendwie konnte oder ich konnte es zumindest besser als das, was ich sonst konnte. Ich war ein bisschen erstaunt, ich habe zwar schon immer gern Geschichten erzählt, aber ich habe das dann nicht, ich habe es für mich behalten, habe dann nach dem Abitur dann gedient und dann habe ich noch überlegt, ob ich was anderes mache und ich wollte mich eigentlich von diesem Wunsch, Schauspieler zu werden, trennen. Das war etwas, was ich irgendwie auch mit Skepsis gesehen habe. Ich komme selbst aus eher bürgerlichen Milieu, wo keine Künstler waren. Das hatte nichts Bohemes, sehr bodenständig. Und mir hat dieses Milieu, dieses künstlerische Milieu auch, das hat mir eigentlich, das hatte ich mit so einer gewissen Skepsis gesehen. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich da nicht reingehöre, dass mich aber die Arbeit fasziniert. Und ich auch selbst von Kunst mich auch angezogen fühlte. Was genau ist das? Was zieht dich genau an der Kunst? Das hat mich berührt. Ich habe das früh schon gemerkt, also als Jugendlicher, dass ich Lyrik mochte. Ich habe schon als Kind tatsächlich gern rezitiert. Die Balladen von Schiller oder ich habe aus der Edda, der nordischen Mythologie, habe ich große Stücke vorgetragen in der 4. Klasse oder so.
Und als Jugendlicher habe ich gemerkt, dass es Seiten in mir zum Schwingen bringt, die im Alltäglichen nicht da sind. Und ich habe das schon gesucht, habe es aber eigentlich vor der Welt auch ein bisschen verborgen gehalten. Bist du sensibel? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr oder weniger als andere auch, aber vermutlich ausreichend, um diesen Beruf auszuführen. Das vielleicht ja. Wie ist das als Schauspieler? Ich bin ja auch Schauspieler und kann mir die Frage eigentlich selbst beantworten, aber ich glaube, jeder Schauspieler für sich ist auch nochmal ein Konstrukt oder ein Wesen, was Facetten hat. Kannst du mit dieser Empfindlichkeit, die man ja auch braucht, um mit Stoffen zu arbeiten, kannst du mit der souverän umgehen oder löst das auch Ängste aus? Und brauchst du dann jemanden wie Peter, der dich auffängt? Nein, Ängste löst das nicht aus. Das ist nicht so. Ich weiß nicht, ob ich souverän damit umgehe, aber die Arbeit des Schauspielens selber hat mir immer viel Freude bereitet. Ich habe tatsächlich den Fokus da auch aufs Spielen gelegt. Das Spiel selbst ist etwas, was mich immer interessiert hat. Das Spiel ist ja etwas, was man entweder spielen kann, um zu gewinnen oder um weiterzuspielen. Und bei mir ist das Spiel immer dann interessant, wenn ich einfach weiter... Ich will im Spiel bleiben, ich will nicht gewinnen. Ich will, dass das Spiel weitergeführt wird. Wie findest du den Zugang zu den Spielen? Also den Zugang zu dem Charakter, den kann ich vielleicht beschreiben. Wenn ich eine Rolle lese, ein Drehbuch angeboten bekomme, dann erzeugt das ja einen Widerhall, dann entsteht schon ein grobes inneres Bild von dem, was da stattfindet. Ich merke eigentlich relativ schnell, ob das irgendwie von mir zu leisten ist, dass ich diese Rolle spielen kann. Diese Rollen müssen schon was mit mir zu tun haben. Das ist trotzdem ein relativ großes Spektrum, von dem ich behaupten könnte, dass ich da erreiche. Aber spielst du oder bist du? Es ist eher so, dass ich das bin. Mhm. Ich bin vermutlich kein virtuoser Schauspieler, sondern mein Ansatz ist eher, Dinge wirklich in mir zu suchen und die dann auch zu finden und die rauszuholen. Ist das nicht auch ein bisschen Peters Aufgabe? Peter, was machst du, wenn du merkst, dass Henning weit weg ist? Wie nimmst du den mit? Also ganz ehrlich, beim Bullen war er nie weit weg. Er ist genau das. Und das hat es mir extrem einfach gemacht. Also nicht jetzt so, dass ich das komplett hab frei laufen lassen, aber ich wusste immer, Henning ist eine Bank und da muss ich jetzt gar nichts groß machen. Auch übrigens das gleiche gilt für seinen Kollegen, den Maximilian Grill. Die beiden sind so gut eingespielt. Das hat es mir sehr einfach gemacht. Ich kenne ja Henning noch von ganz früher. Da war es dann damals tatsächlich noch so ein bisschen so, habe ich mich ertappt, dass ich ihm hin und wieder, was man da gar nicht machen soll, mal hier und da mal was vorgespielt habe. Aber also Henning, was heißt, weil er gerade sagt, kein virtuoser Schauspieler. Ich finde, kein Schauspieler kann alles spielen. Und die erste Kunst ist erstmal, dass ein Schauspieler tatsächlich ein Gefühl hat für, was Henning gerade schon sagte, was kann ich glaubhaft rüberbringen und was eben nicht. Wie ist das mit diesem, das Innere nach außen drehen? Ich frage euch beide, Henning und Peter. Als Schauspieler bist du ja in Verbindung zu deinem Inneren. Und du durchlebst einen Prozess, bis du dieses Innere sozusagen verarbeitet hast und bis du es zeigen kannst. Deswegen habe ich eben auch gesagt, löst das auch Ängste aus, weil bei vielen ist das ja auch ein Prozess, der sehr heikel sein kann, weil er an Dinge stößt, die vielleicht nicht bearbeitet sind. Dieses dann nach außen gehen, ist das, was du dann spielst, ist es dann amorph, ist es abgestorben oder bringst du es zu neuem Leben? Ist die Frage zu abstrakt? Nein, ich kann die so beantworten. Tatsächlich konzentriere ich mich beim Schauspielen vor allem auf die Situation. Was muss ich da spielen? Und es ist bei mir als erstes eine Gedankenleistung, es ist eine Denkleistung, die ich mir selbst auferlege, dass ich präzise sein muss in dem, was ich da mache. Ich muss ganz genau denken. Das, was du gerade beschrieben hast, spielt ja in das Gefühl rein. Und da tue ich, oder da, ich tue nichts dazu, sondern ich lasse das Gefühl entstehen. Ich benutze da das Bild einer Lokomotive, der Verstand, das klare Denken, das ist die Lokomotive. Und die Waggons sind die Gefühle, die werden aber vom klaren Denken gezogen. Das heißt, das stellt sich ein, das Gefühl, oder es stellt sich nicht ein. Und das ist tatsächlich die Gratwanderung, die es für mich gilt zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich das erreiche, dass sich das Gefühl einstellt. Ich kann aber was dafür tun, dass der Gedanke klar ist. Und das ist eine Anforderung, die durch Üben, klares Denken und Strukturiertheit zu erreichen ist.
Welche Funktion hat Peter dann? Der Peter würde das unterstützen. Also das ist so, dass ein Regisseur, das habe ich auch schon erlebt mit den guten Regisseuren, die denken sehr, sehr klar, sehr scharf und sehen eben die Figur, die Situation im Kontext mit der Gesamtheit des Films und können mich da leiten und führen und mich also da besser einbauen. Vielleicht, um da bei dem Bild zu bleiben, ich stelle die Weichen. Ich sage ihm dann, okay, dann passiert das in der Geschichte, dann musst du dann abbiegen. Und ein guter Schauspieler, dem muss ich nicht erklären, wie er jetzt was herstellt, sondern ich muss ihm die Situation beschreiben, alles, was da ist, und ihm genau mit diese Informationen geben. Und dann passiert das meistens auch dann von selber. Wenn die Szene richtig geschrieben ist, dann habe ich gar nicht mehr viel Arbeit, sondern dann merkt man dann bei ein, zwei Proben, das läuft automatisch in die richtige Richtung. Dann kann ich noch ein bisschen nachjustieren und so funktioniert's. Wir hören ein bisschen Musik, hochspannend, und da reden wir gleich weiter drüber. Das interessiert mich sehr. Henning Baum, Peter Thorwart bei mir in der Blauen Stunde. Henning oder Peter, was hören wir jetzt? Ich muss erstmal hier meine Playlist wieder abrufen und so. Finde ich sehr sympathisch. Von David Bowie, Blue Jean. Lass uns David Bowie, Blue Jean hören. Hier in der Blauen Stunde, zusammen mit mir Henning Baum und Peter Thorwart, und wir reden gleich weiter. Blue Jean, in der Blauen Stunde heute bei mir Peter Thorwart, Henning Baum. Wir reden über einen neuen Kinofilm, den ihr gemacht habt, Der letzte Bulle, aber wir reden auch über Schauspiel und Regie. Wir hatten eben den, wie ich finde, sehr interessanten Punkt, was macht eigentlich der Schauspieler und wie geht der Regisseur mit dem Schauspieler um? Peter, du kennst das doch bestimmt, wenn dann auch Blockaden entstehen. Das, was der Schauspieler leisten muss, wird plötzlich zu sperrig. Oder du bist derjenige, der die Weichen stellt, hast du eben gesagt. Der Schauspieler ist aus der Spur, ne? Der muss irgendwie angeschoben werden. Ist das eine Arbeit, die auch viel mit Psychologie zu tun hat, oder ist total, das Erfahrung? Total. Also Schauspieler sind ja einfach Menschen halt auch, und auf jeden muss man sich individuell einstellen. Also es gibt auch Leute, die völlig unterschiedlich spielen. Also Dieter Krebs zum Beispiel war ein Typ, der immer sich ganz, ganz langsam erstmal aufgebaut hat, ein paar Proben gemacht hat, und dann meinte ich so, ja, Krebs, ich habe den damals noch gesiezt und so, ne, sind wir so, und dann meinte er, nee, gib mir noch eine letzte Probe, und dann lief der wie ein Uhrwerk, egal wie viele Takes man gemacht hat und so, und der hat sich das so treppenweise aufgebaut, und ihm war ganz wichtig, in den Text so zu sprechen, wie er da stand, und dann hat er noch seine Zäsuren und so gemacht. Dann gibt's halt Leute, Ralf Richter ist natürlich so, wow, kommt an, wahnsinnig gewaltig, manchmal ein bisschen drüber, er ist ja auch einer der wenigen, die einfach dann auch geil wirken, wenn er komplett over ist und so, der muss man vielleicht manchmal ein bisschen reduzieren, darf man auch nicht zu viel machen, weil man will ja diesen Wahnsinn auch haben und so. Also man muss sich auf jeden individuell einstellen, und dann gibt's halt Leute, ganz schlimm ist es für Schauspieler, die nur so Eintagesrollen haben, die nicht die Möglichkeit haben, sich jetzt so eine Rolle komplett zu erarbeiten, sondern eigentlich eher eine Funktion am Set erfüllen müssen. Für die ist es sehr schwierig, weil die nicht wissen, so wie viel kann ich jetzt geben und wie ist so der ganze Groove am Set, und den muss ich mit dann einfangen. Und dann bist du autoritär? Gar nicht. Ich versuche, nee, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich so autoritär, also ich bin auf jeden Fall jetzt kein Diktator am Set, sondern für mich ist es so ganz wichtig, allen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie sich alles von sich geben können. Und dass ich das auch will. Und ich finde, das geht auch nicht nur mit den Schauspielern so, sondern jeder am Set darf Ideen zu beisteuern, das will ich ja. Ich kann nicht alle Ideen haben, und alle, die beherrschen ihre Departments besser, als ich das kann. Ich will die motivieren, ihr Bestes zu geben. Ich muss dann entscheiden, was passt rein und was passt nicht rein. Eins nochmal wegen dieser Psychologie. Also ich habe dann oft die Situation gemacht, dass gerade so Eintages- oder kleinere, unerfahrene Schauspieler wahnsinnig nervös sind. Entweder versuchen die in ihrem kleinen Moment, den sie da haben, wahnsinnig aufzutrumpfen, um gesehen zu werden, oder verkrampfen total. Und da habe ich mal die Erfahrung gemacht, dass einer so verkrampft war, und ich spürte, der hat einfach gerade Angst. Wenn ich jetzt noch autoritär wäre, dann würde ich den ja noch mehr einschüchtern. Und dann habe ich dann mir den Star in der Szene geschnappt und habe dann gesagt, pass auf, wir müssen den locker machen. Wir machen jetzt ein paar Wiederholungen, und ich komme immer wieder zu dir und tu so, als ob du jetzt gerade das Problem in der Szene gewesen wärst. Oh, echt? Und habe ihm nebenbei immer nur so nebenbei noch was gesagt, ach du kannst ja so spielen. Und dann kam ich wieder hin und pass mal auf, mach das doch mal anders. Und so, und du, ach, pass auf, bei dir ist mir gerade. Und der wurde dadurch immer selbstsicherer, und dachte, ach, guck, der andere irgendwie loose. Und plötzlich war der locker, und dann funktionierte das total. Also du bist auch ein bisschen Trickser sozusagen. Film ist Trickserei, das hat nur mit Trickserei, Illusionen und so, und dies muss man irgendwie herstellen. Ja. Henning, der Bulle, das Wort Bulle ist ja schon irgendwie eine Färbung. Musst du dich dem annähern? Wie viel Anteil ist da von dir darin? 100%. Diese Figur ist also sozusagen als Holzschnitt, als Skizze
ehemals von den Ideengebern angelegt worden. Und ich habe sehr schnell gesehen, das ist eine gute Einfassung, aber die muss ich mit Leben füllen und ich muss diese Vorgaben immer wieder brechen. Ich habe häufig Situationen genau gegenteilig gespielt, als sie eigentlich im Drehbuch standen. Ein kleines Beispiel. Ich hatte in Staffel 4 will Mick in so ein schickes Restaurant rein und er lebt gerade im Wald und hat so kurze Hosen und kommt da mit Bomberjacke und kurzer Hose abgerissen an und er ist ein Türsteher. Mick ist der Bulle. Ja, genau, Mick ist der Bulle. Und stand drin, Türsteher lässt mich nicht rein und ich hau den um. Fand ich total uncharmant. Und dann habe ich gesagt, wer spielt den denn? Ja, das ist so ein großer Schwarzer und so. Und bin ich zu dem hin, zu dem Kollegen, habe mich vorgestellt und habe mit ihm dann ein paar Sachen besprochen und er fand das gut. Und dann war das so, Mick kam vorgefahren mit seinem Auto, läuft über diesen roten Teppich zu dem schicken Club. Der Türsteher lässt ihn nicht rein und ich gucke ihn so an und sage dann, who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? Und er, Chef, you're damn right. Das heißt, ich habe von Isaac Hayes die ersten Zeilen genommen und habe da so eine Chef-Nummer draus gemacht, die natürlich nicht naturalistisch ist, aber die hat voll funktioniert. Wir haben das mit der Musik auch noch unterlegt und ich wollte, dass Mick da den durch Charme reinkommt und nicht durch Gewalt. Und da habe ich immer wieder danach gesucht. Das heißt also, deine Frage, ist davon mein Anteil? Vermutlich sehr viel. Ich bin natürlich nicht Mick Briscoe, aber ich habe immer in mir danach geschürft und bin dann auch fündig geworden, um diesen Charakter mit Leben zu füllen. Hm. Ja. Ist die, du habe ich ja ganz am Anfang gesagt, du hast eine Erscheinung, die ist imposant, aber du hast ein Wesen, das ist anders, als man es erstmal erwartet. Wir haben uns ja heute zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, wir haben uns irgendwann mal, sind wir uns begegnet. Und ich erlebe dich jetzt als einen sehr nachdenklichen Menschen und ich habe dich ja eben auch gefragt, ob du sensibel bist. Jeder ist in seiner Art und Weise sensibel, aber ich glaube, als Schauspieler ist man nochmal besonders sensibel. Ist das etwas, was dir selber manchmal im Weg steht? Also gerade in Bezug auf Rollen, dass du hast ja eben gesagt, ich werde schon immer sehr typisch besetzt. Ist es etwas, was du gerne auch ändern würdest, wenn du es könntest? Nein, das würde ich nicht ändern. Vielleicht könnte man sagen, ich bediene eine gewisse Schublade, wenn man dem eine negative Konnotation gibt. Ich habe ein Image, ne? Und das ist eigentlich etwas, was wertvoll ist. Innerhalb dieses Image ist das Spektrum für mich trotzdem groß genug. Wiewohl es trotzdem in Deutschland nicht ganz leicht ist, die passenden Stoffe dafür zu finden, das ist schon so, dass ich da vielleicht etwas sperrig zu besetzen bin. Aber wenn sich die Leute auf mich einlassen, und die Leute meine ich die Filmemacher, wenn die mich kennenlernen, dann merken die, dass ich da doch die auch überraschen kann. Und es lohnt sich vielleicht, es auf diesen Versuch ankommen zu lassen. Wie offen ist der deutsche Filmmarkt, Peter, für Innovation? Für Ungewöhnliches. Bislang war das sehr schwierig. Also der Filmmarkt in den letzten Jahren war stark von den großen Majors und so dominiert. Natürlich gibt es immer wieder kleine Arthouse-Produktionen und so, aber davon kann man schlicht leben. Also bislang war es halt so, das Bestreben in den letzten Jahren, die Filme so breit und so Mainstream zu machen, damit man möglichst das ganz, ganz große Publikum abschöpft. Und da, wenn man nur eben in diese eine und in die andere Richtung geht und alles dazwischen so durch die Maschen fällt, dann ist das nicht innovativ. Ist das in Amerika anders? Das war in Amerika auch nicht anders. Da werden ja auch die großen Sachen gemacht. Aber es gibt gerade einen Umbruch. Und Filmmarkt ist halt nicht nur Kino, sondern mittlerweile passiert tatsächlich viel durch die Streamingdienste. Auch viel Innovatives. Das wird auch nicht immer so weitergehen. Aber gerade ist jetzt so ein Umbruch definitiv da, weil die jetzt mehr dann darauf gehen zu sagen, nee, wir brauchen wieder speziellere Sachen, weil wir wollen die komplette Palette bedienen und nicht mit einem Film alles abholen, sondern jeder soll irgendwie was finden, was ihm gefällt und spezieller ist. Also Bad Banks zum Beispiel oder Four Blocks, das sind ja Beispiele dafür, dass sich auch die Filmästhetik in Deutschland total sehr schnell und sehr stark ändert in den letzten 10 Jahren. Kommt dir das zugute? Ich finde das total spannend. Es kommen jetzt mal Leute zum Zug. Man sieht, was man für tolle Kameraleute, tolle Regisseure, auch Schauspieler, die plötzlich ganz andere, die als vorher mal gefragt waren, plötzlich zum Zug kommen und so. Und das durchmischt das alles. Das ist auf jeden Fall gut gerade. Wir hören noch ein bisschen Musik. Was hören wir jetzt? Boys. Hit or Miss von Odetta. Du kündigst es an und ich lasse es stehen. Henning Baum, Peter Torwart in der Blauen Stunde. Radio 1, die blaue Stunde
mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ja, mit mir im Studio Henning Baum und Peter Thorwarth. Und wir reden, worüber reden wir? Über alles eigentlich. Wir werden gleich auch noch über euren Film reden. Wir waren vor der Pause ein bisschen beim Markt hängen geblieben, der deutsche Filmmarkt und die Entwicklung der letzten Jahre. Wir hatten Bad Banks und zum Beispiel auch Four Blocks als Beispiel oder auch Serien wie Jerks. Das ist ja eine Tendenz, das ist ja eine Form von künstlerischer Verarbeitung der Realität, die neu, anders, ungewöhnlich ist. Und ich habe dich gefragt, Peter, inwiefern kommt dir das zugute? Und du hast gesagt, ja, irgendwie schon. Fühlst du dich heute Mainstream-tauglicher als vor 20 Jahren, als Bang Boom Bang erschienen ist? Also ich glaube, dass der letzte Bulle definitiv mehr Mainstream ist, aber trotzdem halt genug Ecken und Kanten hat, damit er jetzt nicht nur angepasst rüberkommt. Also das ist er ja gar nicht, Mick Pryskau sowieso schon mal gar nicht. Aber wie die Reaktion, die wir bisher jetzt hatten, irgendwie zeigen zumindest, dass das sehr euphorisch ist. Bei Bang Boom Bang war das sehr polarisierend. Es gab viele, denen das gar nicht gefallen hat. Dafür anderen umso extremer. Und hier ist es so, dass es da auch auf breiter Ebene auf große Zustimmung stößt. Muss ein Film auch immer ein bisschen extrem sein, damit er überlebt? Ich glaube schon. Also wenn nichts irgendwie was Besonderes ist, was in Erinnerung bleibt, dann ist so ein Film natürlich auch schnell vergessen. Hm. Was ist, wenn du schreibst, hast du gesagt, erstmal bevor du überhaupt anfängst zu drehen, aber es gibt ja vor dem Schreiben noch etwas und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die andere Ebene gehen. Wie nimmst du Dinge wahr? Also was ist etwas, was dich inspiriert und wann fängst du an, dich zu bewegen, um daraus etwas zu machen, was Film, Kunst oder Verarbeitung ist? Also ich bin schon ein Typ, der sehr extrovertiert sein kann, wenn ich so am Set bin und so, dann geht es natürlich auch darum, dann Sachen rüberzubringen, aber ich kann auch sehr introvertiert sein, das ist dann oft, ich kann das oft gar nicht steuern, das ist dann oft in Situationen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wo ich dann wahrscheinlich jetzt mich auflade mit Inspiration, wo ich Dinge beobachte und das mache ich gar nicht bewusst und so und irgendwann merke ich habe irgendeinen Ansatz. Meistens sind es Charaktere, die mich interessieren oder eine Situation kann es auch sein, die mich plötzlich nicht loslässt und dann fange ich an, weiter drüber nachzudenken und dann komme ich eben auf eine Geschichte und plötzlich merke ich, das passt gut zusammen und so Geschichten entwickeln sich bei mir immer sehr organisch. Deine Filme sind oft lustig, ne? Ja, ich finde halt nicht nur, ne? Also ich finde, das Leben ist ja auch lustig und teilweise auch tragisch und was, ist mit, ist mit der Tragik, mit der Trauer, mit dem, was auch da ist im Leben? Wie verarbeitest du die? Also ich glaube, dass für mich war Film immer, also ob man jetzt Horrorfilme macht und wie, man verarbeitet ja immer bestimmte Dinge, die einen irgendwie berühren. Und hier, also gerade der Bulle, der hat Höhen und Tiefen. Und bei Bang Boom Bang gab es auch eine Beerdigungsszene, wenn der Schlucke da ist und auch mal einen Moment, wo man mal einen Gang zurückschaltet. Ich finde, das gehört zum Leben dazu. Es ist nicht nur alles nur lustig. Ich finde auch gerade, die Dynamik entsteht ja gerade eigentlich durch den Kontrast, durch das Zusammenspiel. Und braucht ihr das? Ja. Also braucht ihr beiden zum Beispiel auch einen Konsens? Ist der Henning auch ein Medium deiner Gefühle? Ja, definitiv. Also ich bin sowieso so, jede Figur, die ich schreibe, jetzt ist es natürlich so, dass ich jetzt den Mick Pryskau nicht erfunden habe, das waren andere Autoren, aber trotzdem muss ich den ein bisschen so zu eigen machen können, weil wenn ich schon mit dem Schauspieler arbeite, muss ich verstehen, wo ist diese Figur, was treibt den an und so, und in jeder Figur steckt auch ein Stück von mir mit drin, definitiv. Arbeitet ihr sowas aus, Henning? Also wenn ihr in dem Prozess des Filmemachens seid, redet ihr über Dinge, die nebenher auch mitschwingen? Das tun wir. Das Buch von Peter und Stefan war sehr schlüssig und sehr gut und ich habe trotzdem, es hat mich dann einfach angeregt, auch eine Situation noch weiter zu denken, und da ich viel Erfahrung in der Figur Mick Pryskau habe, sind mir dann Situationen noch klarer vor Augen getreten und das habe ich dem Peter mitgeteilt und wir haben diese Ideen uns angeguckt und haben dann überlegt, ob wir die einbauen können, ob das Sinn ergibt. Jetzt ist die Gratwanderung ja nicht nur eben sich selbst zu repräsentieren und ein Thema zu haben und inspiriert zu sein, sondern du sagst, natürlich kriegt man auch einen Auftrag. Und der Auftrag ist gebunden an bestimmte Parameter. So ein Film muss Leute erreichen. Wann fängt so ein Zugeständnis an den Geschmack der Masse an, weh zu tun? Gibt es Momente, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Ich habe das bisher ja mal ganz gut
umschifft. Aber ich glaube, ich bin jetzt selber auch ein Typ, der jetzt nicht so einen durchgedrehten Geschmack hat, so dass es so speziell wird, dass man die Leute nicht erreicht. Ich kann nur Sachen machen, die ich selber verstehe, weil ich selber lustig finde, die ich selber spannend finde, die mich berühren. Ich bin nicht ein Typ, der dann sagt, mach das mal so, dass es dem gefällt. Ich weiß ja gar nicht, was dem gefällt. Bist du radikal? In der Hinsicht bin ich radikal, weil ich wirklich nur das mache, was ich auch richtig gut finde. Und wenn du etwas nicht gut findest, aber es muss gemacht werden, wie kompromissbereit bist du dann? Also das habe ich bisher nie gemacht, deswegen habe ich auch nicht so viele Filme gemacht. Habe dann immer gewartet, dann bis mich ein Thema anspringt und dafür gekämpft, dass ich es finanziert gekriegt habe und dann gemacht. Gibt es zwischen dem Sender, zum Beispiel jetzt Sat.1 war es, ne? Da läuft der Bulle, ja. Gibt es zwischen dem Sender und euch manchmal Konflikte, dass der Sender sagt, du, das geht uns jetzt irgendwie ein bisschen zu weit, ist zu abgefahren? Interessante Frage. Wir haben in der ersten Staffel sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich nur funktionieren kann, wenn wir da ganz radikal dran gehen. Und da kam also in der dritten, ab der vierten Folge kam der Sebi-Regisseur Sebastian Wick, der ist sehr, sehr mutig. Der kennt überhaupt keine Angst, auch nicht vor irgendwelchen Redakteuren oder so. Und wir wollen uns jetzt nicht damit brüsten oder so, dass wir gegen den Sender gearbeitet hätten. Das nicht, aber wir haben tatsächlich da vor Ort das gemacht, was wir gut fanden und haben ganz viele Ideen auch dadurch vor Ort geboren und haben diese Figur mit einem Turbo versehen. Und das war notwendig, denn Mick Briscoe ist auch ein bisschen verrückt. Und das war das Reizvolle an dieser Figur, dass er dieser verrückten Welt mit einer eigenen Verrücktheit begegnet. So ein bisschen wie so ein Eulenspiegel auch, ne? Gib mal ein Beispiel für eine Sache, wo ihr gesagt habt, das ist ein Risiko. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben Sachen gemacht. Da gibt's also eine Szene, wo Mick eine Verdächtige hat, die hat eine Amnesie, die kann sich nicht erinnern. Und da hat also im Skript, glaube ich, 2 oder 3 Seiten Text gegeben, wo er mit ihr spricht und versuchte, die Erinnerung durchs Gespräch aus ihr rauszuholen. Und da hat der Sebi gesagt, nee, das machen wir anders. Der Mick stellt ihr 3 Gerichte vor, ja. Und die soll sie essen, die soll das über Geschmack rauskriegen. Es war komplett ohne Text. Und dann hat sie probiert, hat gesagt, schüttelt Kopf, nee, ging nicht. Ja, dann sage ich, dann müssen wir jetzt trinken. Und dann stellt er bei Uschi in der Kneipe die ganzen Tresen voll mit Getränken und glaubt, dass sie übers Trinken unterschiedliche Geschmäcker vielleicht diese Erinnerung wieder rausholen kann. Ja, das endet natürlich im totalen Besäufnis in einer Vollorgie, wo wir richtig krass abgegangen sind. Und da haben die hinterher beim Sender gesehen, die wussten das ja nicht, die haben das auf dem Muster gesehen und gesagt, sag mal, seid ihr irre? Ja, aber dieser Wahnsinn, der war gut, weil sonst hätten wir 0815 abgeliefert, übers Gespräch sowas rauszukriegen, das ist so Analyse, das ist nicht verrückt. Und Mick macht aber so Sachen, er denkt um die Ecke und da entstehen dann natürlich so Dinge. Inwiefern macht das Spaß, Peter, so an die Grenze zu gehen? Mir macht das total Spaß. Also mein Antrieb war immer schon so ein sehr postpubertärer. Mittlerweile ist die Phase bei mir abgearbeitet. Aber ich wollte die Leute immer provozieren. Also ich liebe meine Eltern, aber ich hatte immer riesen Spaß daran, die zu schockieren. Immer denen nochmal was vorzusetzen, wo sie so gar nicht mit klarkommen. Das ist so für mich so mit so ein Antrieb gewesen und so, ne. Also jetzt nicht der Erste. Es gibt ja auch immer so Leute, die man dann, wo man die Anerkennung sucht. Das war bei mir eher so die Kumpels. Und so, auch die interessiert das heute alles ein Scheißdreck, so, wenn ich jetzt Premiere mache, dann kommen sie noch vorbei, aber ansonsten haben die ihr eigenes Leben, da muss ich mir jetzt so eine andere Antriebsfeder suchen. Aber ich finde das schon gut, irgendwie so an die Grenze zu gehen, weil das macht ja Spaß. Wir hören wieder ein bisschen Musik. Schaut mal bitte auf eure Handys, was hören wir? Janis Ian at 17. Henning, du bist der perfekte Ansager hier für die Titel. Ich kann auch noch ein paar einsprechen auf halbe. In der blauen Stunde heute Henning Baum und Peter Torwart, gleich reden wir weiter. In der blauen Stunde, Henning Baum, Peter Torwart. Wir sprechen über den Film Der letzte Bulle, Kino. Aber wir sprechen eben auch über viele andere Dinge. Und eben sprachen wir, Peter, darüber, dass du sagst, ich habe auch ein bisschen Lust an der Provokation. Was ist Provokation für dich? Erstmal ist es halt Erwartungen nicht erfüllen. Und das ist halt eine Überraschung und das ist spannend. Ja, ich dachte, es kommt noch was, aber tatsächlich ist es simpel, ne? Ja, ja, klar. Das ist das, was man nicht erwartet. Heißt auch nicht immer, die Grenzen alles so krampfhaft zu durchbrechen, aber trotzdem, ich meine, jede Pointe funktioniert so, ne? Also, man muss halt irgendwie Reaktionen provozieren. Was provoziert dich denn?
Gibt's etwas, was dich total provoziert, wo du sagst, das geht gar nicht? Ja, leider bin ich gerade in so einer Phase, weil ich so eng getaktet bin und so viel und ich versuche mir gerade so irgendwie, natürlich jetzt für mich, aber da, ich habe natürlich halt auch Familie und so und alles irgendwie hinzukriegen, so dass es so hinhaut. Und wenn jetzt so kleine Sachen von außen kommen oder irgendjemand das anders sieht und gerade anders macht, dann fühle ich mich jetzt nicht provoziert, dann bin ich gestört plötzlich in meinem Ablauf und merke gerade, okay, das kann mich gerade wahnsinnig machen und das interpretiere ich manchmal vielleicht sogar als Provokation, was oft gar nicht so gemeint ist. Da würde ich gerne jetzt wieder ein bisschen cooler sein. Wie ungeduldig bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Ach, auch unterschiedlich. Also beim Set, wenn mir die Zeit im Nacken ist, dann kann ich schon sehr ungeduldig werden. Ich versuche das dann nie zu zeigen, weil ich merke ja, dass ich dann, wenn ich unruhig bin, dann alle anderen damit anstecke. Das ist dann unglaublich anstrengend, das eben nach außen nicht zu zeigen. Aber da sitzen mir natürlich Leute im Nacken und sagen, also ein Take kannst du jetzt noch machen und dann passiert wieder irgendein Mist und so und dann rennt dir die Zeit weg. Das kann mich wahnsinnig machen. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich schon einigermaßen entspannt. Henning, hast du Theater gespielt? Ja, ich war ja auf der Westfälischen Schauspielschule in Bochum, habe schon im zweiten Jahr am Schauspielhaus Bochum gespielt. Da fing das an. Wann war das? Das war 1995. Bei Leander Hausmann kam da. Ich war auch mit Leander am Schauspielhaus in Bochum. Da sind wir uns vielleicht begegnet. Das kann gut sein. Ich war 97 bis 2000 da. 97 habe ich auch noch gespielt. Also wir haben Der Streit gespielt, Die Kameraden habe ich gespielt und Sommernachtstraum. Dann hast du mit Tana Shantzara. Ja. Dann kennst du die alle. Ja, die kenne ich alle. Die Shorty. Und dann hier Lukas Gregorowitsch. Ja, natürlich. Der war ganz Lukas war da. 2 Jahre unter mir, ne? Lukas spielt uns auch bei, jetzt muss ich mal kurz reingrätschen, bei uns rein. Und das war so lustig, weil er kann Henning perfekt nachmachen. Er sagt, Henning hat sich null verändert. Er war damals schon so. Und ich kann jetzt das nicht so nachmachen, wie Lukas das macht und so. Wir waren da immer und saßen hinterher zusammen. Und nee, ich muss jetzt zum Karate-Training. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Und ach, so. Das ist ja lustig. Dann waren wir fast parallel. Bis wann warst du da? Ja, sicherlich 97, 98. Also oder wir sind uns ganz knapp irgendwie nicht begegnet. Ja. Aber Alexander Scheer war schon da, Margit Carstensen sowieso, die war lange schon da. Ja, die war schon länger schon da. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ich wollte dich aber was anderes fragen. Du hast also Theater gespielt, du bist ein Bühnenschauspieler. Geht dir das auch so? Ich meine, Film ist ja ganz anders, ne? Vor einer Kamera zu stehen, nur in Sequenzen zu arbeiten, nicht chronologisch zu arbeiten. Hast du das gelernt oder musstest du das einfach erstmal erfahren, um dich dann da reinzufinden? Man muss das lernen, das ist eine ganz andere Technik. Das geht aber, man muss das Medium Film verstehen. Man muss vor allen Dingen wissen, was man macht und wie es wirkt. Ne? Ja, also was ich auch beim Theater übrigens nicht mag, ist dieser theatralische Gestus. Es muss dramatisch sein, aber nicht theatralisch. Und es auch beim Theaterspielen gilt natürlich, das klare Denken führt alles andere an. Aus dem Denken entspringt die Sprache in ihrer Genauigkeit. Und wenn das erstmal gemacht ist, man müsste noch gar nicht spielen. Allein schon das klare Denken würde den Zuschauer, das Publikum in die Lage versetzen, dem Stück zu folgen und Anteil zu nehmen. Mhm. Da kann sich noch kein Gefühl abgespielt haben. Das kommt dann oben drauf. Und das klare Denken, das wird manchmal übersprungen. Auch von erfahrenen Kollegen. Beim Theater habe ich das auch gesehen, man kann sich dann hinter einem theatralischen Gestus verstecken. Mhm. Das ist dann für die Zuschauer genau dieser Effekt, dass sie denken, ja, das ist Kunst und das aber es ist was ungenau dann. Ja, ich finde, dass es gemogelt ist tatsächlich auch. Denn geschmiert. Es bedarf einer ziemlichen Anstrengung, einen Text klar zu durchdenken. Und ich habe das damals bei Otto Sander gesehen, der kam dann und hat was auch mit uns gemacht. Und der hat sich schon dadurch ausgezeichnet, dass das also sehr klar in der Sprache war. Und man hat immer gedacht, er ist ein toller Sprecher. Natürlich war der ein toller Sprecher. Der war aber auch ein klarer Denker. Mhm. Und seine Texte waren ganz deutlich durcharbeitet, das habe ich mal gesehen, mit Gedankenstrichen, mit Einteilungen und versehen mit Subtexten. Und das ist ein mühsamer Prozess. Das ist ein äußerst mühsamer Prozess. Beim Film wäre das also vergleichbar mit dem wirklich genauen Lernen der Filmtexte. Mhm. Das überspringen auch manche. Die meinen, das kann man dann irgendwie so machen. Aber ich halte nicht viel davon. Ich denke, man muss exzellent vorbereitet sein. Gleich wie ein Boxer, der in den Ring geht. Auch wenn er schon viele Kämpfe bestanden hat. Ja. Ich muss mir klar machen, dass ich bei jeder Rolle immer wieder scheitern kann. Ja, ja. Peter, hast du schon mal Theater gemacht? Nee.
Nee, ich muss auch sagen, da finde ich nicht den Zugang zu. Ich habe ganz früh mal tatsächlich so ein Schülerberufspraktikum gemacht in Dortmund am Theater und ich fand alles, was hinter den Kulissen stattfand, besser als auf der Bühne. Das kann jetzt auch an der Inszenierung gelegen haben, aber ich fand das dahinter, das war so Muppet-Show-mäßig, das hat mir gefallen. Also du hast keine Berührung zum Theater gehabt, die prägend war, sondern das war immer eine Distanz. Nee, ich war immer Film. Also Film von klein auf und so, das war mein Ding. Wie ist das, wenn Theaterschauspieler dann plötzlich vor der Kamera stehen? Was machen die falsch? Ja, also ich weiß, es gibt ja auch Theaterschauspieler, die beides können, ne? Aber es gibt ja schon welche dann halt, die wahnsinnig groß spielen und beim Film ist es dann schon eher exakt und natürlich dann kann man auch sich irgendwie nicht aus dem Lauf herausspielen wie beim Theater, wo die Dinge dann eben, man lässt es einfach auch ein bisschen gut vorbereitet, aber die Energie, die da entsteht, ist natürlich nochmal eine ganz andere. Beim Film ist das sehr kleinteilig. Man unterschätzt das, ne? Also ja. Ich habe damals, als ich dann auch die ersten Drehtage hatte, kam ich vom Theater und dachte natürlich auch, ich muss jetzt richtig Gas geben, damit auch jeder weiß, was ich hier meine. Und dann siehst du das und denkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein, was hast du da veranstaltet, das ist ja ein Massaker. Und dann irgendwann, als ich angefangen habe, ich habe damals mit Wennemann zusammengedreht, ich weiß nicht, ob jetzt noch wisst, Schwarz greift ein. Und dann habe ich, genau, und dann habe ich wirklich beobachtet und gesehen, der macht gar nichts. Und im Bild sieht's aber so aus, als würde ein Gewitter an Emotionen rüberkommen. Oder ich habe mit Wotan gedreht im Tatort, der auch wirklich so wirkt, als wären wir gerade noch im Wohnwagen. Und dann steht er vor der Kamera, es gibt keine Veränderung, in seinem Gestus gar nichts. Und dann siehst du das und du merkst, der hat wirklich ein Feuerwerk abgelassen, während man selbst pusht und macht und es kommt gar nichts rüber. Sind das Dinge, hast du Einfluss auf Schauspieler in so einem Moment? Kannst du dem sagen, mach das so und so und so und dann kriegst du dein Ergebnis? Nein, oder ist der Schauspieler sagen, sich immer selbst so ausgeliefert? So. Ich versuche dann schon fein zu justieren, das schon. Also ich gehe dann dahin und das merkt man ja auch in den Proben. Ich glaube auch irgendwie meine Aufgabe ist, die Leute in den Proben dahin zu bringen, dass irgendwann alles zusammen funktioniert und dann merkt man auch, die Szene hat die richtige Energie. Und das spürt dann ein Schauspieler auch instinktiv, wenn er jetzt nicht komplett untalentiert ist, dann spürt er dann hinterher, mal irgendwie, das ist die Energie der Szene, von dem kommt das zurück und so. Und ich muss halt eben sehen, ist wie ein Fußballtrainer dann hinterher. Da sind 10 Leute auf dem Platz, 11 Leute auf dem Platz, sie können alle besser spielen als ich dann hinterher. Aber ich muss dafür sorgen, dass es im Gesamtkonzept funktioniert. Und ein Dirigent, sind wahnsinnig viele Leute dann da im Orchestergraben, die alle ihre Instrumente beherrschen, aber das Zusammenspiel, dafür bin ich verantwortlich. Wer ist einer der Schauspieler, die dir in Erinnerung geblieben sind? Was ist einer deiner Lieblingsschauspieler? Also natürlich, also viele natürlich, mit denen ich gearbeitet habe, aber jetzt so, also Dieter Krebs jetzt auch so im Nachhinein. Ich fand das immer sehr tragisch, weil der mit Bang Boom Bang seine letzte große Rolle gespielt hat und allen nochmal gezeigt hat, wie geil der Typ ist. Und der ist damals so ein bisschen zu Unrecht so in diese Komödiantenrichtung so abgeschoben worden und so. Und dann hieß es ein Comedian und so. Und das ist nicht wirklich ernst zu nehmen, was der kann, und der kann nicht berühren. Aber das war schon irre, also mit dem Typ zu arbeiten. Ja, das glaube ich. Bei mir in der Blauen Stunde Henning Baum, Peter Torwart. Wir haben gleich noch ein paar Takes und da freue ich mich drauf. Und jetzt hören wir wieder Musik. Jetzt machen wir mal Kid Rock und Sheryl Crow Picture. Na, endlich kommt ihr in der Jetztzeit an. Auch schon 10 Jahre alt, 15 Jahre. Wir hören gleich weiter. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Und Henning Baum und Peter Torwart immer noch. Und wir sprechen über den neuen Film. Eben vor der Pause habe ich dich gefragt, Peter, wer sind Schauspieler, mit denen du gerne zusammengearbeitet hast? Dieter Krebs ist so einer. Henning, hast du Schauspieler, die du bewunderst? Ja, das tue ich. Das ist auch jetzt nicht verwunderlich, dass ich da amerikanische Kollegen nenne. Ich würde auch deutsche Kollegen nennen. Aber ich will auch, ich finde da sehr, sehr viele gut und da möchte ich keine ausschließen. Deswegen gehe ich jetzt mal nach Amerika. Oder ganz kurz in Deutschland. Ja. Es gibt ja in Deutschland gerade so eine neue Generation. Ne? Ja. Also wir hatten Lukas eben, der gehört sicher auch noch dazu, wobei er mittlerweile ein bisschen älter ist. Ja. Aber zum Beispiel Frederik Lau. Oder wen gibt es noch? Ludwig Trepte, auch noch sehr jung. Ja. Ist das neu, dass in Deutschland jetzt auch Schauspieler kommen, die nicht so aus dem klassischen Bereich stammen, wie noch wir? Aus dem Theater, auf der Bühne? Ja, das entspricht ja auch dem, was gedreht wird. Und die können natürlich dann entsprechend der Filme und der Stoffe da auch entsprechend ihre Erfahrung mit einbringen. Und das funktioniert ja gut. Aber die spielen schon anders, ne? Also ich finde schon, dass die eine
nicht unbedarftere Art und Weise haben, aber die sind viel intuitiver, die sind nicht so technokratisch wie manch einer, der noch in den 70ern, in den 60ern gespielt hat. Oder also sehe ich das falsch? Ich glaube, so Typen hat es ja auch gegeben. Also ich meine, diese ganze Riege, die damals so mit so das Boot so raufgekommen ist, da war ja auch Ralf Richter mit dabei. Da gab es auch ein paar, glaube ich, die nicht den klassischen Weg gegangen sind. Freddy ist halt auch so ein Typ, so von der Straße und so, der auch viel Authentisches mitbringt, definitiv. Aber es gibt halt auch jetzt wahnsinnig viele Leute, die auch über die Schauspielschulen kommen. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt so radikal geändert hat. Wichtiger ist das, was Henning gesagt, dass heute, glaube ich, mehr Möglichkeiten sind, eben, das auch zu zeigen. Das ist nicht immer nur eben, es gibt jetzt viel spannendere jetzt und auch eine viel größere Vielfalt und da haben die Leute dann auch die Plattform. Na, ich meine es schon tatsächlich auch in Bezug auf die unterschiedlichen Schauspielphilosophien. Also in den 60ern, wo Stanislavski irgendwie allgegenwärtig war und die Art und Weise, sich an Rollen anzunähern, auch sehr vorgegeben schien, da war es anders. Dann kam so die Strasberg-Methode in den 70ern, in den 80ern, die immer stärker wurde. Der Einfluss der amerikanischen Schauspieler auch auf uns und die Art und Weise zu spielen. Und heute mittlerweile kommen viele neue Sachen hinzu. Man muss nicht mehr unbedingt originärer Schauspieler sein, sondern man kann auch ein Charakter sein und die Erfahrung, die man im Leben hat, einbringen in die Rolle, die man spielt. Oder sehe ich das falsch, Henning? Ja, das funktioniert bei manchen sehr gut. Auch wir haben Kollegen beim letzten Bullen dabei gehabt, die dem vielleicht entsprechen, was du gerade beschrieben hast. Was die aber alle können müssen und auch wirklich können, dann ist, dass sie eine Situation eben klar denken und ausgehend von dieser Situation dann ihre Persönlichkeit, die sie in den Charakter einfließen lassen, da zum Leben erwecken. Und dann funktioniert das. Wer waren denn die Amerikaner, die du eben nannten? Ja, das würde ich schon sagen. Ich bin so ein bisschen natürlich geprägt vom amerikanischen Kino. Also ich finde, Jeff Bridges ist auch ein toller Typ. Habt ihr Joker gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Der ist natürlich super, der Joaquin Phoenix, ne? Auch klar, das ist. Da muss man auch ein bestimmter Typ für sein, um so einen Joker spielen zu können. Ich finde von den neueren Kollegen da auch natürlich Christian Bale klasse oder Josh Brolin und solche ist Leute. Ist das eine Tendenz, die jetzt sozusagen die nächste Stufe der Entwicklung ist, wie Christian Bale, sich der Rolle komplett zu unterwerfen und mit der Rolle diese Metamorphose auch zu durchleben? Das ist eine Möglichkeit, die im amerikanischen Kino vermutlich auch stärker gegeben ist. Da muss ich das so vorstellen, dass ja die Umstände, wie da ein Film entsteht, sehr viel großzügiger sind. Also in allen, in den Mitteln der Zeit und auch des Geldes. Entsprechend kann man da auch andere Sachen versuchen. Tatsächlich muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich bei allen meinen Rollen, die ich bis jetzt gespielt habe, das nicht vermisst habe. Also wenn man mir jetzt gesagt hätte, ja, das wäre unter amerikanischen Umständen stand, hätte es das dann anders gemacht? Nee, glaube ich nicht. Das habe ich bis jetzt noch nicht angetroffen. Habt ihr den letzten Tarantino gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Und wie hat er euch gefallen? Mir hat er super gefallen. Leonardo DiCaprio spielt doch wahnsinnig, ja, oder? Ja, vor allem, sie haben alle Bock zu spielen. Ja. Die können auch mal richtig so voll alles rausballern, was da ist und so. Meine Lieblingsszene ist die, wo er den Text vergisst. Und du aber schon in seinem Spiel siehst, dass er parallel denkt, scheiße, ich vergesse den Text. Ja, das ist eine Situation, die kennen Schauspieler. Das ist für Schauspieler sehr amüsant, das zu sehen. Und das macht er sehr gut. Und wie er sich dann aufregt in seinem Wagen. Das ist äußerst ärgerlich. Also das bringt einen tatsächlich zur Weißglut. Ich habe es selten erlebt. Aber es kann einfach sein, durch große Müdigkeit oder dass irgendwas nicht funktioniert. Am Abend, der hat sich ja vorher besoffen am Abend. Ja, dass irgendwas nicht funktioniert, würde unter unprofessionelles Verhalten fallen. Aber das mag es schon mal geben oder man kommt irgendwie nicht drauf oder man verzut sich ein paar Mal. Ja. Und dann gibt's auch bei mir ein großes Donnerwetter gegen mich selber. Ja, ja. Und ich weiß dann aber schon ungefähr, was ich da machen muss, damit es dann funktioniert. Und wie überraschend, für mich ehrlich gesagt, überraschend gut Brad Pitt spielt. Also er ist sowieso gut, aber Wahnsinn in diesem Film, oder? Da muss ich was zu sagen und das ist eine Vermutung, was ich ausspreche. Aber den Brad Pitt kennen wir jetzt schon ziemlich lange und mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, was er da gemacht hat. Ich bin überzeugt davon, dass der Schauspieler in seiner Qualität des Spiels wachsen kann, und zwar deutlich wachsen kann mit dem Alter. Aber nicht, dass er automatisch älter wird, macht ihn zum Besseren, sondern
wir erleben natürlich als Menschen eine Entwicklung, die uns auch durch Krisen führt. Und es kommt darauf an, wie gehen wir mit diesen Krisen um und was macht das mit uns? Und jetzt ist es ja in allen Zeitungen auch gewesen, dass er sich von Angelina getrennt hat und dass es ziemlich bitter war. Und das gibt natürlich einen Erfahrungsschatz und das verändert uns im Inneren. Und ich bin mir sicher, dass das im besten Fall zu einem Reifeprozess wird, den man sehen kann. Und der hat das so toll gespielt, eben ohne irgendwie draufzudrücken. Und der wollte gar nicht virtuos sein. Der hat das einfach unprätentiös und hat diese Rolle einfach laufen lassen. Es ist ein bisschen eine überhöhte Figur, hat ein bisschen was Engelhaftes. Und das funktioniert aber ganz wunderbar. Aber toll auch die Szene, wie selig er in seinem Wohnwagen ist und immer dann dieser Witz mit dieser Futterdose und diesem Klumpen, der da rausschwappt. Er ist mit sich im Reinen, man sieht das. Ne? Ja. Diese Figur ist mit sich im Reinen. Trotz der einfacheren Lebensumstände, die er hat, verglichen mit seinem Freund, dem Schauspieler, lebt er ja nicht im Wohlstand. Aber er ist mit sich im Reinen, er hadert da nicht mit sich. Auch die Arbeiten, die er für seinen Freund verrichtet. Aber das fand ich an diesem Film. Ich fand übrigens, dass es der bessere, sogar beste Film nach Jackie Brown ist. Also wo er steht, weiß ich nicht. Das stimmt, das kann ich auch so sagen. Aber ich finde Jackie Brown übrigens lustigerweise auch so. Ich würde das genauso einordnen. Bei Jackie Brown hat mir auch gefallen, dass es echte Figuren sind. Ja, meine, und Pulp Fiction ist genial. Und es ist genial komponiert. Es ist ein klassischer Dreiakter. Es ist Yin und Yang. Also der Bodyguard eigentlich, der glücklicher ist als sein Vorgesetzter, obwohl er auf einem viel minimaleren Niveau lebt. Der Vorgesetzte ist in dieser Villa, ist total unglücklich in dem, was er hat. Während der Typ ganz simpel ist und auch ganz stark mit allen Schicksalsschlägen und Situationen umgeht. Also die Ungewissheit auf diesem Hippie-Bauernhof, wo er einfach reingeht, obwohl die Frauen sagen, da wird jetzt was passieren. Und dann passiert aber nichts. Also das ist total spannend, die Szene. Wir müssen über euren Film reden, Leute. Wir reden jetzt über Quentin Tarantino. Wir machen das nach der nächsten Musik und dann machen wir mal richtig fett Werbung für euren Film. Was hören wir jetzt, Henning? Ja, Gordon Lightfoot, if you could read my mind. Ohne Kommentar. Was ist mit Milva? Du wolltest doch Milva ankündigen. Ja, habe ich vergessen. Wir hören jetzt erstmal Gordon Lightfoot und Milva. Guck mal, hör mal irgendwann, wenn ihr wiederkommt. Und das tut ihr auf jeden Fall. If you could read my mind, love, what? So, blaue Stunde. Henning Baum, Peter Thorwart bei mir zu Gast. Und jetzt machen wir Werbung, damit sich die Leute richtig aufregen. Aber ich finde, ihr habt das euch verdient. Denn dieser Film, Peter, hast du gesagt, das läuft nicht so wie bei anderen Filmen mit viel Push dahinter, sondern ihr macht echt richtig die Ochsentour gerade. Wir sind heute Morgen, Henning hat bei meinen Eltern im Keller übernachtet, weil gestern hatten wir Kinotourno in Unna und dann sind wir heute Morgen hierher geknallt. Wir haben abwechselnd uns das Steuer überlassen und waren dann rechtzeitig hier um 12. Ja. Seit 7. November in den Kinos, der letzte Bulle. Und wir wollen jetzt gar nicht auf die Geschichte eingehen. Ich denke, das sollen die Leute selber schauen. Aber wir haben eben ja schon gesagt, das ist ein besonderer Film. Und warum ist dieser Film besonders? Jetzt mach mal Werbung für dich. weil du ihn gedreht hast. Mach beide Werbung. Also was ist das? Warum soll ich ins Kino gehen und mir diesen Film anschauen? Also erstmal, weil der wirklich tatsächlich richtig Bock macht. Und ich glaube, uns ist da die, oder das glaube ich nicht, das weiß ich jetzt mittlerweile, uns ist die perfekte Mischung gelungen aus Humor und Drama, aus Action und Spannung. Und das macht ist ein riesen Laune-Ding. Action heißt, es knallt auch zwischendurch. Es knallt ordentlich, will richtig, das pfeffert da richtig. Machst du die Stunts selbst, Henning? Ja, ich mache die Kämpfe selber und mache die Stunts eigentlich dann selber, wenn man mich sieht. Sonst ergibt das keinen Sinn. Wo ich sie nicht selber machen würde, wenn man also ganz spezielle Fähigkeiten braucht, die man nur über Jahre als Stuntman erlernen kann. Das würde keinen Sinn ergeben. Oder ich andere Kollegen gefährde. Was war das Gefährlichste, was du bisher gemacht hast? Wo du selbst auch ein bisschen Schiss hattest? Das weiß ich gar nicht so genau. Vermutlich sind das doch Autostunts. Ich habe früher auch häufiger Autostunts selbst gemacht im offenen Verkehr. Kameramann dran gehabt auf nur so einem kleinen Clip. Das ist, glaube ich, heute verboten. Der hing dann auf so einem Ausleger. Ja, das war vor allem für den Kameramann gefährlich, weil der musste sich total darauf verlassen, dass ich den nicht abfahre. Ne? Wie ist das, Peter, wenn ihr dreht und ihr habt da so eine Riesenexplosionsszene? Ist das echt? Also knallt dann wirklich so ein Tanklaster in die Luft?
Ich habe erst einmal so eine riesen Explosionsszene gehabt. Das war bei Was nicht passt, wird passend gemacht. Und da lagen Alexandra Maria Lara und ich hinter so einem Wall dahinterher. Willi Tomczyk ist schreiend weggerannt aus dem Bild dahinterher. Und wir haben gedacht, wir wären komplett flambiert. Also ein riesen Feuerball. Das war echt. Und wie ist das? Da kommt doch Feuerwehr, alles drum und dran. Riesenaufwand. Also deswegen kosten Filme auch so viel. Das, ja, klar. Ist das, was man im Kino sieht, ist es echt? Also wenn ich James Bond sehe und ein Hubschrauber fliegt eben ein Haus? Nein, also mittlerweile wird ja immer mehr digital gemacht und das ist auch vernünftig so. Also warum soll man irgendwie Menschenleben gefährden und so, wenn es auch anders geht, möglicherweise mittlerweile auch billiger und auch irgendwie auch umweltmäßig. Ne? Ich meine, das ist ja immer eine Riesensauerei, wenn das anders machen kannst, warum nicht? Mission Impossible, habe ich gehört, da ist... der Dingsbums, na, mir fällt der Name. Tom Cruise. Tom Cruise selber aus dem Flugzeug gesprungen, 180 Mal. Ja, aber das, ja, 180 Mal glaube ich nicht. Das wäre Unsinn. Angeblich ja. Ja, aber das ist ja Unsinn, dann funktioniert irgendwas nicht, wenn ihr das 180 Mal machen müsst. Also das ist Unsinn. Aber aus dem Flugzeug springen ist ja ein kontrollierter Vorgang. Wenn man gelernt hat, mit dem Fallschirm umzugehen, dann kann man das sehr gut machen und es ist tatsächlich jetzt nicht gerade der große Gefahrenmoment. Aber Tom Cruise ist ohne Frage, ob man ihn mag oder nicht, sehr, sehr, sehr fit und hat viele Fähigkeiten. Er fährt aber nochmal, um auf unseren Film hier zu kommen. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Also pass auf, Henning wurde tatsächlich ein paar Mal gedoubelt. Ja. Und zwar gibt es, anders als in der Serie, beginnt dieser Film tatsächlich in den frühen 90er Jahren. Und da haben wir jemanden gefunden, der lustigerweise auch aus meiner Heimatstadt kommt, den ich vorher gar nicht kannte, der Dortmund. Ihn in Jung spielt. Una, Holzwicke in dem Fall. Und dann wurde er nochmal gedoubelt, weil Henning dann direkt auch noch am Anfang, nachdem er nach 25 Jahren im Koma gelegen hat, aufwacht und so, dann aussieht wie Haut und Knochen. Da haben wir auch jemanden gefunden, der hatte eine riesen Leidensfähigkeit, ein lustiger Typ, der gar kein Schauspieler ist, aber den Buddy hatte, den wir da brauchten. Da haben wir Hennings Kopf immer drauf geklatscht, dann hinterher teilweise digital. 60 Kilo mit hat der Kollege nur gewogen. Ne? Und den haben wir mit den nackten Beinen über den Schotter gezogen, den haben wir da mit so einem Powerdrink, Ralf Möller, übrigens super in dem Film. Ach, der macht auch mit? Ja, genial. Er macht Ralf einen riesen Spaß. Super. Also muss man mal sagen, der Ralf, der findet mich hier, der findet den Mick völlig abgemagert und baut ihn wieder auf und der Ralf spielt den so warmherzig. Ja. Er ist ja wirklich ein unglaublicher Riese und ein Brocken, aber der macht das mit einer solchen Liebe und so ein netter Mensch auch. Ganz toll. Also ja, ich finde ihn auch so nett wirklich und privat. Und das ist genau die Rolle, wo er das mal zeigen kann, weil das ist einfach auch eine große Qualität von ihm und das hat uns da auch wirklich ist zusammengebracht. Total aufgegangen. Ja. Also das ist neben den Hauptfiguren der Sympathieträger. Wer spielt noch mit? Dann super toll, Florence Kasumba. Florence Kasumba, also wir haben überlegt, wer wird die Partnerin für Mick. Und da haben wir gesagt, komm, wir müssen einfach nochmal eine Nummer extremer werden. Und dann sehe ich Florence, ich weiß nicht, man kennt sie vielleicht jetzt aus dem Tatort, die macht parallel richtig in Amerika Karriere, spielt mit in Wonder Woman, Black Panther, hat jetzt eine eigene Netflix-Serie und bei uns spielt sie mit. Und das Geilste ist, Florence Kasumba kommt aus Essen. Die ist ja aufgewachsen, die spricht Ruhrpott und die Vorgesetzte von Henning und er kommt überhaupt nicht auf klar. Ja, die ist halt knallschwarz, ne? Richtig. Und heißt Kasumba. Ja, heißt Kasumba. Kriemhild Bagun. Wunderbar, und sind unsere Geschichte. Bei uns, genau. Ja. Lukas ist auch dabei? Lukas ist dabei, Christian Karmann ist dabei. Oliver Fleischer, Tatjana Klasing. Ja, Leonie Brill, auch eine neue Entdeckung irgendwie. Nele Ach, schönes Kieber. Ensemble, gut, super. Also wirklich tolle Sachen. Ja. Wir haben wahrscheinlich jetzt viele, viele vergessen und so jetzt in der Dingens. Aber Ralf Herford, wen haben wir noch da? Christian Karmann. Ja, also, Karmann hatten wir schon. Ne. Der ist aber auch mittlerweile älter geworden, ne? Der ist älter geworden und ist auch ein bisschen... Besser, wie Henning sagt. Ich sehe das genauso wie du jetzt, übrigens. Der hat ja so eine richtige Patina und der passt da geil rein in den Film. Ja, ne? Schauspieler brauchen Patina. Das sehe ich genauso, wie du das gesagt hast, Henning. Aber wann, warte mal, 7. November, wo? In allen Kinos, ne? In allen Kinos, also klar. Also wir haben jetzt nicht den allergrößten Kinostart. Es gibt jetzt andere Filme, die ganzen Leinwände noch besetzen, auch deutsche Produktionen, aber den Rest, der noch übrig bleibt, den nehmen wir. Und wir sind dann schon gut vertreten. Ihr sitzt dann allabendlich mit in der Vorstellung und dann nachher geht ihr auf die Bühne? Nee, also Henning hat den Film tatsächlich bis gestern noch gar nicht gesehen, weil wir immer nur unterwegs waren. Selbst auf der Premiere hat Henning den Film nicht sehen können, weil wir dann abgehauen sind nach Bochum. Da haben wir nämlich, die Premiere war in Essen. Wir haben einen roten Teppich gemacht, sind rübergefahren nach Bochum, um da noch Leute in den Kinos zu begrüßen. Da lief er in drei Sälen und sind dann wieder zurückgefahren und kamen dann rechtzeitig zum Ist das nicht das geilste Gefühl der Welt, wenn man dann den Film zum ersten Mal sieht?
Ja, das war gestern für mich sehr schön. Ich hatte ja Arbeitsschritte zwischendrin mir auch angesehen. Und das ist aber, das muss man wissen, ein Arbeitsschritt beim Film unterscheidet sich wirklich nochmal ganz entschieden vom fertigen Film, wo also das Timing stimmt, wo die richtigen Sounds drauf sind und so weiter. Und ich habe das gestern gesehen und mir hat das richtig gut gefallen. Das hatte ein solches Tempo und es war auch so lustig. Also vor aber das allem unterschätzt man, ne? Der heimliche Regisseur des Films ist ja auch der Cutter, oder? Ja, du, klar. Also die alle Prozesse, alles trägt dazu bei, dass er veredelt wird, aber ein Cutter kann im Film nochmal völlig neu ins Spin. Und der kann ihn auch kaputt machen. Kann ihn auch, aber das ist hier nicht passiert. Ja. Wer war der Cutter? Zwei, Martin Wolf und Miloš Savić, zwei Typen, die unterschiedlich rangegangen sind, haben beide ihre Qualität da voll reingegeben und so und das hat sich gut. Sollen wir, ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen, Jürgen. Wann läuft der Film in Berlin? Der läuft jetzt auch in Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, der läuft ja seit Donnerstag. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Kinos. Ich habe den Überblick. Sollen wir nicht zwei Karten irgendwie anbieten? Nee, ne? Doch. Nee, machen wir nicht. Unsere Zuhörer sind zu gefräßig. Bei mir im Studio waren Henning Baum und Peter Thorwart. Ich wünsche euch für den Film alles Gute. Ich bin, ja, sehr froh, dass ihr da wart, weil es war nicht nur ein Gespräch über euren aktuellen Film, sondern ich finde, wir haben auch viele andere Dinge besprochen, die sehr spannend sind. War super, hat uns auch Spaß gemacht. Und ja, wir hören aber jetzt noch eine Musik und das ist wieder ein Soundtrack. Den muss ich jetzt ganz sagen, genau. Und zwar hören wir jetzt Holding Out for a Hero. Und da wir uns das nicht leisten konnten, weil das ist immer sehr teuer, wenn man das Original benutzt, das Original wäre Bonnie Tyler gewesen, kamen wir auf die glorreiche Idee, wer kann das nachsingen? Und der Song, die Version ist noch geiler geworden, von Doro Pesch. Also, dass Bonnie Tyler so teuer ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, klar, du, das ist ja 80er. Aber ich würde auch nicht behaupten, dass Doro Pesch billig ist. Nein, aber Doro Pesch hat uns da auf jeden Fall nochmal einen guten Preis gemacht und das konnten wir dann nochmal anderswertig verwenden. Die ist super, die war auch auf der Premiere voll am Start, das ist geil. Ich freue mich schon, die ist demnächst auf Konzerttour, da gehe ich hin. Sehr cool, danke Jungs, dass ihr da wart. Ich wünsche euch für den Film alles Gute und wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder. Dankeschön. Danke. Radio 1. Nur für Erwachsene.